Herr Glück, so ein Geburtstagsinterview lädt dazu ein, die Frage zu stellen, was waren denn so die wichtigsten und auch die schönsten Stationen in Ihrem Leben? Ja, die Stationen waren zunächst einmal der elterliche Hof, auch die Prägung, die ich damit erfahren habe, dann die Mitarbeit in der katholischen Landjugend, meine Frau habe ich ja auch kennengelernt, und die Zeit in der Landjugend hat mich entscheidend geprägt, in jeder Beziehung. Bei der Landjugend habe ich auch meine grundlegende politischen Erfahrungen und Schulungen gemacht, weil wir sehr engagiert waren, etwa in den Fragen der Entwicklung ländlicher Raum, in der Umbruchzeit der Landwirtschaft. Und ja, das war letztlich schon wieder Vorschule für meinen politischen Weg. Und da sind die Stationen dann auch wirklich noch reichlich gefolgt, was Sie da gemacht haben auf Ihrem politischen Weg. Da ist er. Ja, im politischen Bereich war ich dann ganz von Anfang an sehr engagiert im Bereich Umweltschutz. Von Anfang an habe ich dann beginnend schon, ja, 1970 den Arbeitskreis der CSU für Landesentwicklung und Umweltfragen geleitet und ab dann 1974 den Ausschuss im Bayerischen Landtag 12 Jahre. Und so gesehen kenne ich die ganze Entwicklung der Umweltpolitik und das war mein erstes großes prägendes Thema. Es hat sich immer so verzahnt. Also die kirchliche Seite und die politische Seite ist eigentlich immer schön ineinander gegangen. Haben Sie da manchmal, gab es da manchmal auch Punkte, wo Sie gehadert haben, wo Sie gesagt haben, na, ich weiß auch nicht, ist das noch meine Kirche oder ist sie nicht mehr, gab es sowas? Ich bin gerade in meiner Zeit im Zentralkomitee dann sehr starker Befürworter geworden der Vielfalt der Glaubenswege und der Frömmigkeitsformen. Und was mich immer nervt, wenn eine bestimmte Ausprägung von Glaube, von Frömmigkeit, Glaubensverständnis, das als der allein Katholische definiert. Katholisch ist nur, wer so ist wie wir oder wie wir es für richtig halten. Und ich denke, die Geschichte der Kirche belegt ja schon, dass immer viel Vielfalt da war. Das sind zum Beispiel die ganzen Bandbreiten von Frömmigkeit, Glaubenswegen der verschiedenen Ordensgemeinschaften. Wir haben natürlich eine Auflösung, ist ein generelles Thema unserer Zeit, auch ein Problem. Die Bindekraft der Milieus hat sich ja aufgelöst, was auch etwas aussagt über Entwicklungen in der Gesellschaft. Und nicht nur die Bindekraft des kirchlichen Milieus. Das gilt ja genauso für die Arbeitswelt und, und. Und insofern, es ist ja legitim, sich dann wieder zu ärgern, aber es ist nicht das Schlüsselthema. Wo nehmen Sie denn Ihre Kraft her, aus geistlicherseits? Oder wo schöpfen Sie? Sind Sie als Pilger gern unterwegs oder auf Wallfahrten? Wo nehmen Sie es her? Eigentlich stark aus Impulsen, die ich einfach zunächst einmal bekommen habe. Interessanterweise für meine ganze Arbeit als Führungskraft und die Spiritualität in der Verantwortung und für Menschenführung durch zwei ehemalige Jesuiten, die jeder von denen dann in die Schulung von Führungskräften sehr, sehr viel geleistet hat und zwar nicht nur methodisches, sondern auch im Hinblick auf den Geist dazu, auf den Umgang mit Menschen. Heute redet alles von Umweltschutz, von Ökologie. Greta Thunberg ist in aller Munde. Sie haben schon in den 60er Jahren sich in der Landjugend auch damit beschäftigt. Daten Sie jetzt sagen, dass die Kirche, was Umweltthemen, ökologisches Handeln betrifft, ist die Kirche, sind wir da auf einem guten Weg oder fällt es da noch wo? Das kirchliche Denken war geprägt von Macht euch die Erde untertan. Und als dann die Ersten im kirchlichen Raum kamen und sagen, nein, die Schöpfung hat einen Eigenwert und wir sind verantwortlich für Schöpfung, waren die ersten Reaktionen, ja, es kann überhaupt nicht sein, dass es also jetzt Pflanzen, Tiere plötzlich einen Eigenwert hätten, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Auch das war ein schwieriger Wachstumsprozess. Heute, glaube ich, ist ja, Schöpfungsgedanke, die Verantwortung für die Schöpfung, gut verankert und mit das Beste, was es dazu gibt. Auch im Hinblick auf die Zusammenhänge weltweit ist die Enzyklika von Papst Franziskus Laudato Si. Und der Papst macht nun etwas deutlich.
im Hinblick auf unsere weltweite Verantwortung in dem Zusammenhang, die Zusammenhänge, die da sind. Übrigens ist diese Enzyklika fachlich ja sehr beraten worden, auch aus Deutschland, aus Potsdam etc. Und in der Tat ist es so, wir haben nur eine Atmosphäre. Wir neigen aber dazu, immer nur unsere Probleme zu sehen. Und das ist wiederum etwas, wo Kirche sich sehr weiterentwickelt hat im Denken aus der klassischen Entwicklungshilfe im Sinne von Patenschaft und im Vermitteln quasi europäischen Denkens in ganz andere Kulturen hinein, dass wir verstehen gelernt haben, es geht nicht mehr, um es mit der Formulierung von Gerd Müller zu sagen, um Patenschaft, sondern um Partnerschaft. Der oberste Laie, wenn Sie auf die Zeit im ZDK zurückblicken, Herr Glück, ist alles so, wie Sie sagen, das ist alles gut gegangen, oder gibt es da was, was schon, das hätte ich mir anders gewünscht? Die letzten 10 Jahre war die Hospizbewegung eigentlich der wesentliche Arbeitsschwerpunkt für mich. Und dann hört man halt durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Situationen, da ist ein Mensch im Krankenhaus im Sterben, er ist seelsorgerlich begleitet worden, durch Laien, durch Pastoralreferenten, Klinikseelsorger. Und jetzt geht es um das Sterbesakrament und es darf auch kein Diakon, es muss ein Priester. Wo finden wir noch einen Priester? Der hat keiner, wenn überhaupt dann einer noch gefunden werden kann, keine Beziehung zu dem Menschen noch. Und dann ist halt einfach die Frage für mich keine gegenwärtige, eine ganz dringende Anfrage. Was ist denn wichtiger für die Zukunft der Kirche? Dass das Zölibat als Pflichtregelung aufrechterhalten wird, obwohl es nicht von Anfang an eine Bedingung war für dieses Amt, sondern aus historischen Gründen in einer bestimmten Phase eingeführt wurde? Oder ist nicht sehr, sehr viel wichtiger durch entsprechende Veränderungen, meinetwegen in einem ersten Schritt bewährte verheiratete Diakone zum Priester zu weihen, was wir in einem Freundeskreis seit langem vertreten haben? Ist es nicht sehr viel wichtiger, den Menschen die Sakramente zugänglich zu machen? Es ist ja nicht nur ein Thema für das Amazonasgebiet. Und das sind halt, ja, da merkt man dann, es ist oft auch bei den Laien schwierig, weil es ist ja immer so geprägt worden, alles andere, was kommt, ist minderer. Und jetzt soll dieselbe Pfarrgemeinde plötzlich innerlich auch mittragen und akzeptieren, dass ganz gute Wortgottesdienste beispielsweise eben durch Laien gestaltet werden. Synodaler Weg, was sagen Sie dazu? Ich glaube, es ist ein wichtiger Prozess. Es wird ein Prozess sein, es wird eine Lernerfahrung sein. Es wird, hat seine Grenzen in der Wirkung, einmal was aus der Sicht weltkirchlich möglich ist. Und am Schluss hat jeder Diözesanbischof seine Verantwortung. Und es gibt auch einige Bischöfe, die von vornherein erklärt haben, dass sie so einen Weg nicht mitgehen. Und trotzdem ist es auch unendlich wichtig für die Glaubwürdigkeit der Kirche und für eine gewisse Freisetzung von Kreativität und Geist, dass dieser Weg gegangen wird und versucht wird, weil es, ja, ich glaube, der Geist weht, wo er will. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Aber das haben Sie natürlich in Ihren ganzen Ämtern oder in Ihrer Verantwortung immer wieder Prozesse miterlebt. Es war ja nicht so, dass man gesagt hat, man legt was am Tisch und hat dann sofort das Ergebnis, sondern dieses Begleiten ist ja was, was einer einfach, was Ihren Lebensweg ja prägt. Generell muss ich sagen, wenn ich zurückblicke, ist es eigentlich so, dass alle wesentlichen Einsichten und Entwicklungen in meinem Leben mit der Begegnung mit Menschen zusammenhängen. Ein Argument oder einfach im Sprechen ist etwas klar geworden oder auch nur durch eine Person. Und für mein heutiges Glaubensverständnis, nicht erst nur seit heute, aber ist eigentlich ganz wesentlich, was Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph, so beschrieben hat. Gott spricht zu den Menschen durch die Ereignisse und Menschen, die ihm in den Weg schickt. Und wir haben die Freiheit, darauf zu antworten, uns zu verweigern oder es aufzunehmen oder was auch immer. Ja, was wünschen Sie sich denn selber zum Geburtstag?
Mein Gott, in dem Alter wünscht man sich sicher in erster Linie, dass es möglichst lange, sage ich jetzt einmal, gesundheitlich gut geht und bei allen Grenzen, wenn ich so mich herumschaue in meiner Altersgruppe, dann kann ich sagen, mir geht es gut. Und ansonsten, und dass wir mit meiner Frau weiter so einen guten Weg haben können.